Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. So, hallo liebe Leute. Herzlich willkommen zur 64. Folge der zweiten Staffel. So, wir haben hier einen schönen Güterzug. Rail Adventure nennt sich das ganze Zugunternehmen. Wie auch immer. Wir haben noch ein Talent 3. Genau, schöner Güterzug, den lassen wir mal passieren. Er ist in Richtung Dresden unterwegs. Und genau dort wollen wir hin. Wir hatten ja in der letzten Folge das Problem gehabt, hier in Henningsdorf, dass wir Waren anliefern wollten oder wollen, immer noch wollten. Und wir hatten das Problem, dass wir hier mit dem Tunnel nicht klar gekommen sind. Ich habe das hier ein bisschen umgebaut, sodass es passt. Und ja, dem Ganzen ist mir jetzt aufgefallen. Henningsdorf wird schon mit Waren beliefert, aber die waren nicht im Einzugsbereich. Die sind nämlich hier hinten vom Bahnhof. Deswegen hat Henningsdorf nichts abgenommen. Dann habe ich mal schwuppdiwupp hier eine LKW-Linie eingerichtet, so dass Henningsdorf auch warenberechtigt ist. Zack. Die LKWs transportieren dann jetzt die Waren da hinten hin, wenn sie welche haben. Momentan ist noch nichts hier, aber ich glaube, hier kommen die erst, oder hier kommt der erste Zug mit den ersten Waren. Nein, hier noch nicht. Aber lasst mich schauen, wir flutschen mal hier hin. Hier fangen wir an. Hier sind Bedarf erzeugt. Und zwar haben wir hier 95 Waren zu liegen für Henningsdorf, Güterbahnhof, 22 Stück in Summe. Der nächste Zug, der kommt, der nimmt die mit und wird die in Henningsdorf abliefern. So, Nürnberg hat auch schon Waren. Also müssen wir uns ein neues Ziel aussuchen. Und zwar habe ich identifiziert, Bielefeld und München benötigen noch Werkzeuge. Hier unten mal ein bisschen geschaut. Hier haben wir einen Wald. Hier haben wir ganz viel Wald. Hier haben wir ein Sägewerk dazu. Und hier haben wir eine Werkzeugfabrik. Gleise haben wir in Hülle und Fülle eigentlich da. Dann sollten wir loslegen. Ich würde sagen, wir fangen hier an mit einem Bahnhof. Das kann hier an der Stelle ein eingleisiger Kopfbahnhof sein. Oder wird es werden, sagen wir es mal so. Oberleitung ist eingestellt. Ah, den würde ich jetzt einfach mal hier so ranklicken. Zack. Liegt im Einzugsgebiet vom Wald. Dann geht es hier zum nächsten Wald hin. Hier nehmen wir Durchgangsbahnhof mit zwei Gleise natürlich. Drehen uns den mal so ein bisschen hin. Das war eine gute Ausrichtung zur Strecke haben. Damit laden wir hier Holz ein. Hier geht's dann rein. Liefern wir unser Holz ab. Und bringen das Ganze dann. Lasst mich das mal so hier randocken. Lasst uns den vielleicht gleich mal ein bisschen höher setzen. Also den hier auf so ein kleines Plateau setzen, dass wir hier auch rüberkommen. Genau, hier würden wir uns die Sägebretter abholen, würden hier rüberfahren. Hier hin zu unserem Sägewerk. Lass mich jemand viergleisiges nehmen. Mal schauen, vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Abnehmer hierfür. Ich würde das mal ganz spontan hier ransetzen. Verbindung, das passt.
Und dann geht's von hier aus wieder zurück in unsere Güterbahnhöfe. Von München und hier oben nach Bielefeld. Gleise sollten wir schon einige haben, natürlich noch nicht alle. Hier in dem Bereich gibt's natürlich noch nichts. Aber das können wir ändern, das werden wir auch ändern. Zack, wir nehmen hier mal unser Gleis. Wo müssen wir hin? Die Ausrichtung. Ja, passt. Dann geht's hier weiter. Tunnel, brauche ich einen Tunnel? Wie lang ist der? Ah, so ein kleines Teil. Können wir mal nehmen. So, da würde ich auch glatt den nehmen, den wir hier gerade haben. Supi, dann geht's hier wieder zurück. Ups, nicht ganz so schwungvoll. Wollen das Ganze ja auch ordentlich anlegen hier. Rüber und dann geht's hier natürlich rein in unseren eingleisigen Bereich. Signale. Hätten wir hier eins. Dann würde ich hier vom Tunnel noch einsetzen. Das ist dann mehr oder weniger unser Block. Hier machen wir auch einen Block. Und hier möchte ich bloß ein Ausfahrtssignal haben. So, dann geht's hier weiter mit Gleise. Ich glaube, es macht keinen Sinn, hier mit reinzugehen in diese Gleise. Weil wir müssen hier sowieso eine nette Kurve. Bauen, dass wir hier hinten wieder rumkommen, dass wir nämlich hier in unseren Bahnhof reinkommen. Ah, Tunnel, ja, gut. Glaube ich, werden wir nicht drum rumkommen. Lass uns hier wieder raus und gucken. Wir würden auch hier mit einer Brücke, aber ich hätte ganz gerne eine Aufschüttung. Tunnel, nehmen wir auch das Standardteil hier, wieder rankommen. Dann geht's hier zurück. Zack. Und hier rein in unseren Bahnhof. Signale, nehmen wir hier so eins. Hier stellen wir uns mal einen Block hin. Dann stellen wir hier vom Tunnel einen Block hin. Ja, auch vor dem Tunnel. Die hätte ich gerne ein Ausfahrtssignal wieder. Dann geht's hier rüber. Steigung zu groß. Was machen denn unsere Gleise hier? Ich würde hier gerne mal ein Stück nach oben wandern. Das reicht aber irgendwie nicht aus. Ist das schon die maximale? Ja, das ist die maximale Steigung. Gucken wir, vielleicht kommen wir hier in kleinen Schritten hin. Aber das passt nicht. Gut, nicht lange drüber nachgedacht. Sagt, wir stellen dich hier nochmal neu hin. Und zwar machen wir es mal anders. Wir setzen, stellen wir erstmal schnell hier zwei Gleise hin. Genau, ganz einfach, dass wir die schon mal haben, dass wir wissen, wie kommen wir rüber. Maximalem Gefälle, dann sagen wir Gebäude. Zweigleisig, wir drehen dich mal hier rum. So. Und dann bist du nämlich da schon dran, ne?
müssen sie mal gleich eine Straße ranbasteln. Die kann außerhalb. Ja. So, ich klatsche mal da an. Ich hoffe, wir haben. Wir haben Verbindung zum Sägewerk, das passt. Gut, da werden wir bestimmt hier nochmal ein klein bisschen ausholen müssen. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Ja, mit einer Straße sieht es schlecht aus. Aber mit einem Gleis hätten wir da, glaube ich, ganz gute Chancen, hier ranzukommen. Wir schütten das Ganze natürlich auf. Und da geht es daran. Sehr schön. So, hier hatten wir noch ein Signal entfernt. Dann kommt da auch noch eins hin. Dann geht es hier mit Gleise weiter. Genau. Jetzt müssen wir mal ganz spontan hier relativ. Kurve. Kauf nehmen aus. Passt schon. Genau so. Dann kommen wir eigentlich hier rein. Genau. Würden dann hier zurückgehen. Parallel zu unserem anderen Gleis. Zack. Und hopp, fertig sind wir. Gib mir mal ein Signal. Eins und zwei. Drei und vier. Und hier noch einen Block hin. Und dann hätten wir hier ein Einfahrtssignal. So, dann würde ich hier einen Hosenträger hätte ich ganz gern. Zack. Und was ich dann hier noch ganz gern hätte. Kriegen wir das hier hin? Jo, das kriegen wir hin. Wir sind ja eh im Bahnhofsbereich, also hier können wir relativ entspannt Gleise wechseln. Genau, lasst mich das mal hier mitnehmen, weil wir müssen dann nämlich hier ran an unser Gleis. Oder vielleicht sogar auch schon rein. Wäre natürlich noch besser, wenn wir hier gleich reinflutschen. Aber ich glaube, wir sagen erstmal, dass wir hier erstmal rausflutschen. Und zwar genau hier. Und dann nehmen wir mal das Ende und ziehen das hier rüber. So passt das. Upp, dann kommst du dahin. Dorthin. So, Signale benötigen wir hier auch. Wir machen mal proforma hier eins hin. Dann lasst uns hier mal einen Block hinstellen. Meinetwegen hier noch ein Einfahrtssignal. Ja, auch dieses. Passt von der Zuglänge, also hier auf dem Abschnitt passt Zug hin. Das schaut gut aus. So, dann fahren wir hier lang. Kommen wir jetzt irgendwie hier nach München. Wir sind hier schon mal in Leipzig, können das Ganze hier umfahren. Wir würden dann hier über die
diese Gleise zack nach München reinkommen. Das passt. Von München müssten wir dann irgendwie in Richtung Bielefeld kommen. Das müsste rein theoretisch. Wie lang sein? Das wäre dieses Gleis. Haben wir hier eine. Ja, wir haben hier eine Auffahrt. Da geht es hier lang. Und das war der Zugbringer aus München. Richtig. Da kommen wir hier rein, ganz spontan. Aber was wir hier noch nicht kommen, wir haben hier noch keinen Hosenträger. Ups, den werden wir aber hier nicht hinkriegen. Dann lasst uns hier mal sowas basteln. Dazu noch das Signal nach hier vorne versetzen und dann klappt auch das, dass wir die Gleise nutzen und hier wieder zurückfahren. Zack, schwupp, hier lang. Hier rüber, wo der Kandidat gerade lang fährt. Dann geht's hier rauf, hier unten drunter noch durch. Dann biegen wir hier schon ab. Und wählen uns hier in Bielefeld ein. Sehr schön. Hier würde ich dann bevorzugterweise, da wir wieder rein müssen. Erstmal das Signal entfernen. Und dann hätte ich hier ganz gerne mal eine Wechselmöglichkeit für den Zug. Das sieht gut aus. So passt das. Okay. Dann könnten wir schon mal die Linie ausprobieren. Das wird eine recht umfangreiche Linie. Farbe nehmen wir mal ein Schokobraun. Das wäre Warenlinie. So, Waren 1. Waren LKW, Warenverteiler LKW, Waren LKW 4, ne, wir müssen ja, ist ja nicht Waren, ist ja, wir haben ja Werkzeuge, Mensch. Und Werkzeuge sind wir schon bei 2, dann wäre das jetzt Werkzeuge 3. Genau, so schaut's aus. So, wir fahren von. Lass mich gucken, wo ist unser Wald? Genau, da geht's los. Nach dort. Dresden Abzweig. Den sammeln wir hier ein. Dann geht's hier nach München. Dann geht's nach Bielefeld. Und von da aus geht's eigentlich wieder direkt zurück in unseren Wald. Okay, kann er nicht verbinden, verstehe ich, ist in Ordnung, weil fehlt hier nämlich ein Stück Gleis. Da wären wir nämlich mal hier. Mal einen Anschluss setzen. So, wir kommen hier an, kommen wir hier rüber und
zwar so rüber, dass wir hier gleich rauskommen. Nee, das würde irgendwie nicht. Weil ein wahrscheinliches Signal im Weg ist. Aber hier sieht es schon besser aus. Zack. Und damit dürfte dann eigentlich unsere Verbindung stehen. Macht sie auch, genau. Fehlermeldung ist weg. Damit fährt unsere braune Linie dann zack hier lang, hier lang, hier rüber. Ich hoffe, wir nehmen ja, wir nehmen hier den Weg. Das ist sehr schön. Genau, zack, schub. Da geht's da lang. Sehr schön, super. So, wo haben wir hier ein Zugdepot? Zugdepot hatten wir hier hinten in Stuttgart, finde ich jetzt ein bisschen weit. Dann hatten wir hier auch noch ein Zugdepot. Leipzig. Wie können wir von hier aus? Da ist auch eine ganz schöne Ecke am Meer, was in Dresden eventuell. Ja, aber Straßenbahnen und. Das war's. Lasst uns hier einfach mal bald ein Zugdepot hinstellen. Genau, das machen wir mal hier. So dass hier als drittes Gleis mit über den Bahnübergang nehmen. Dann stellen wir das hier hin. Zack. Gebäude, ein Depot. Ja. Oberleitung, ja. 19. Zack. So hätten wir das gerne. Dann drehen wir das mal ein kleines Stückchen und dann passt es hier auch an. Sehr schön. So, es ist hier ganz schön eingemauert. Dann mache ich mal hier so ein bisschen angleichen, die ganze Sache. Dann machen wir das hier gleich mit. Wenn wir den, wenn wir dieses Werkzeug schon am Haken haben, dann lasst uns das hier alles gleich ein bisschen schick machen. Auch noch nicht mit dem Teil. macht schon Sinn. Aber was hier noch Sinn macht, viel mehr, wäre einfach mal den Bahnhof hier anzuschließen. Wie schaut's aus? Der ist angeschlossen. Hier sind wir auch dran und die anderen beiden sowieso. Sehr schön. So, dann ab ins Depot. Lasst uns hier mal die Züge kaufen. Und zwar hätte ich hier gern, brauchen definitiv was. 160es, definitiv. Darunter geht nicht. Was ist das? Nein, nein. Nein. Auch leider nicht. 120 und eine Holzroller. Würde erstmal soweit passen, aber. Oh, was ist denn das? Gefällt mir auch nicht. Einfach die Geschwindigkeit ist nicht da. Oh, was haben wir denn hier? Bombardier. Schnick, schnack, schnuck. Das ist ja hochelektrisch. Was ist das? Railways China. Railways. Die haben wir schon. Was ist das? Ich würde mal
Die nehmen, die wir hier im Haken hatten, die sah amerikanisch Amtrak-mäßig aus. Wir nehmen die mal zu, Kraft 4000, das scheint mir ein bisschen wenig, wir nehmen mal gleich mal zwei. Dann brauchen wir hier mal noch ein paar Cargo. Und zwar haben wir als erstes hier mal Baumstämme. Einmal dieser und dann nochmal dieser. Dann befördern wir natürlich Bretter. Dann nehmen wir auch diesen und diesen einmal. Und dann befördern wir Anschlusswerkzeuge. Da würde ich auch ganz gern den nehmen und zum Abschluss nochmal den. So, das Ganze nehmen wir hier mit 5 Zügen auf und weisen dem mal unsere Werkzeuglinie 3 zu. So, da bewegt sich was. Ein Autosave bewegt sich hier auch. Da kommt sie. Oh, Midmart. Vielleicht machen wir. Teilen wir das ein bisschen. Wenn wir so die erste Hälfte bis zur Werkzeugfabrik noch mitfahren. Und die zweite Hälfte dann in der neuen Folge. Weil die ist dann doch recht lang hinten raus. Aber ich glaube mal, das sollten wir hier schaffen. Was hier noch fehlt, wäre zum Beispiel mal schnell ein Ausfahrtssignal am Depot. Dann nehmen wir natürlich vorzugsweise einen Zwergi. Plopp. So. Dann geht's hier rein. Da liegen schon die ersten Baumstämme für uns bereit. Die laden wir ein, sind dabei 30 Stück, das schaut gut aus. Und dann setzen wir mal unser Reiseboot und dann beginnen unsere Reise. Ab in den nächsten Wald. Und zum Sägewerk. Ich glaube mal mit der Doppeldruckzone haben wir ja eine relativ gute Wahl getroffen, dass wir hier und die Anzugskraft haben und Geschwindigkeit. So, ich glaube mal, die Fahrt wird auch ganz interessant. Wir sollten da einige Züge treffen. Ich glaube mal, diese Ost-West-Südost-West-Achse hier ist recht gut befahren mit Güter- und Personenzüge. Also, jetzt nochmal 5 Stück dazu. Das wird ganz schön ordentlich, da keinen Stau zu verursachen. Und ansonsten haben wir immer noch die Möglichkeit, das Ganze dann halt mal viergleisig auszubauen, die Strecken ein bisschen aufzuteilen, die Linien. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir wirklich Stau haben. So, dann haben wir ja nochmal 29 Bretter oder Bäume zugeladen. Und weiter geht's in Richtung Sägewerk. Ja, wir fahren mal so ein Stück parallel mit der Hauptstrecke, aber auch ein Stück. Ja, dann müssen wir mal so eine Probe und den Schwenk machen durch den Tunnel, dass wir von hinten ins Sägewerk einfahren können. Und dann machen wir auch durch den Tunnel. Sogar ein bisschen geschwungen. Nicht allzu lang, da geht es schon heraus. Zack. Ja, coole Loks. Ich glaube nur typisch amerikanisch oder kanadisch, wie auch immer. So, hier sind wir am Sägewerk. Hier liegt natürlich nichts. Da noch kein Holz angeliefert worden ist, aber unser Kollege sollte dann schon die
etwas mitnehmen. Glauben wir werden das auch tun, müssen wir etwas mitnehmen. Es sei denn, ich komme hier raus. So, wir laden hier schon mal was ab. Dann halte ich mal den Zug an, dass hier ein bisschen was produziert werden kann. Und wir nehmen sogar schon Kisten mit. Eine Kiste. Mal sehen, wir vielleicht noch einen Moment warten, nehmen wir die zweite mit. Fünf Kisten, das schaut gut aus. Oder fünf Säge, Bretter, wie auch immer. Dann geht's weiter. Wir steigen mal wieder ein. Dann haben wir ja hier uns direkt über den Tunnel den Weg gebaut, dass wir da rüberfahren. Jetzt hebt die andere Strecke einfach mal 90 Grad kreuzen. Dann geht's hier so ein Schlängelformat, eine Links-Rechts-Kurve und dann sind wir auch schon in der Werkzeugfabrik, im Bahnhof der Werkzeugfabrik angekommen. Werkzeugkiste schon erhalten, mitnehmen. Gut, wir laden die mal kurz aus. Hier wird produziert. Im Lager sind 4, Konsum ist 2. Wir müssen natürlich noch in den Städten gucken. Sind die Städte angebunden mit Werkzeuge? Erzeugen die Bedarf oder nicht? Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir verabschieden uns mit unserem neuen Kandidaten. Ich halte meine Klappe und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimmt, was wir wo, wann bauen. Bis dahin, tschüssi, euer Excel K.